Hallo, herzlich willkommen am Kanal von Astronomie wieder mal. Heute geht es um die Häuser 7, 8 und 9. Wir befinden uns damit im dritten Quadranten, im dritten Viertel unseres Häuser-12er-Systems. Und während die ersten drei Häuser die Überschrift Körper hatten, die zweiten drei Häuser Seele, kommen wir jetzt in den Bereich Begegnung, die Welt, meine Welt. Und hier beginnen wir mit dem siebenten Haus. Das siebte Haus ist zugeordnet dem Thema Waage. Und Waage und das siebte Haus bedeutet, was mir von draußen entgegenkommt. Alles. Das ist Bücher, die ich mir in der Buchhandlung ansehe. Für die Jüngeren unter euch, Bücher sind die Dinge, mit denen früher die Menschen ihr Gehirn abgedatet haben. Ach, Spaß, also Bücher, das sind Menschen, Arbeitskollegen, Menschen, die später Freunde werden und natürlich auch Partnerbeziehungen sind im siebten Haus, was mir begegnet. Nur eben ist es mir wichtig zu sehen, es ist größer gefasst. Es ist alles, was von draußen entgegenkommt. Nicht alles wird dann etwas Fixes, dazu kommen wir gleich. Aber alles, was mir von draußen entgegenkommt, ist zunächst mal in meinem siebten Haus. Und wir haben gesagt, die Häuser laufen einmal in 24 Stunden komplett durch den Tierkreis. Und das macht es aus, dass eben jedes Beziehungs-Begegnungsthema individuell ist. Weil bei einem beginnt das siebente Haus im Stier, beim anderen im Löwen, beim dritten im Wassermann. Sind ganz andere Themen, nur vom Zeichen, das an der Spitze, wie man sagt, des siebten Hauses, am Beginn vom siebten Haus steht, nur von diesem Zeichen her sind es schon ganz unterschiedliche Themen, die mir hier begegnen. Dann muss ich berücksichtigen, wie in jedem Haus, stehen Horoskopfaktoren im Haus. Und dann muss ich mir anschauen, wo steht der Planet oder Sonne, Mond, der zu dem Zeichen gehört, das dort steht. Also wenn wir unserem Beispiel von vorhin die Venus dazugehört, dann ist es eben, weil Stier im siebten Haus steht. Und da muss ich mir die Venus anschauen. Wenn es die Sonne ist, weil Löwe dort steht, muss ich mir die Sonne nochmal gesondert anschauen, unter dem Aspekt Beziehung, Begegnung, Miteinander. Hier ist das Haus, das siebte Haus, ist auch das Haus, in dem ich erstmals ein Gegenüber habe. Wenn man so die ersten sechs Häuser durchläuft, haben wir gehabt Initiative, Wert, Beweglichkeit, Kommunikation, Gefühl, Selbstausdruck, Gewissen, Abwägen, ist immer auf mich bezogen, weil eben die ersten sechs quasi noch kein Gegenüber hatten, wenn man es so überspitzt formuliert. Das siebte Haus aber blickt jetzt schon einmal ins Gegenüber, weil gegenüber vom siebten ist das erste. Hier ist also das Thema Ich und Du. Wie balanciere ich das aus? Wie finde ich das Gleichgewicht? Wie finde ich die Harmonie? Wie gehe ich um mit der Welt? Wie komme ich in die Begegnung? Was begegnet mir? Was mache ich daraus? Wie will ich mir meine Welt auch gestalten? Im Sinne von, was finde ich dort? Das siebte Haus ist daher auch das Haus der Anpassung nach außen. Daher Menschen mit sehr viel von den Horoskopfaktoren, mit sehr vielen von den Horoskopfaktoren im siebten Haus, sind die Menschen, wo es ihm oft darum geht, sich anzupassen an andere. An die Umstände, an die Gegebenheiten, die ich dort vorfinde. Weil ich hätte ja gern, dass die anderen für mich Energie liefern. Im siebten Haus hätte ich von außen gern die Energie, die Motivation, auch den Antrieb, auch die Entscheidungen. Weil ich bin ja beim Austarieren, ich bin ja beim Schauen, was begegnet mir hier. Und so komme ich dann eben als nächstes ins achte Haus. Und das achte Haus gehört dem Skorpion. Und das Skorpion-Thema, das achte Haus-Thema, ist das,
wo es dann fix wird. Ich sage ganz gern, ich hätte gern den Film gesehen, Julia Roberts und Richard Gere 10 Jahre später. Also Pretty Woman plus 10 Jahre. Der wird nie gedreht, weil im 7. Haus fand die Begegnung statt. Und da kann man jetzt rein filmerisch ja viel draus machen. Wie können sich die begegnen? Was gibt es für Verwicklungen? Was gibt es für Missverständnisse? Und. Ja. Also dieses Begegnen, dieser erste Annäherungsschritt, dieses ins Wir langsam kommen. Im 8. Haus wird es fix. Das heißt, im 7. Haus habe ich, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, die Bücherei mit allen möglichen Büchern. Und im 8. Haus greife ich nach einem, nehme es, kaufe es, lese es. Lass mich also ein auf das eine Gewählte. Im 7. Haus waren alle möglichen Beziehungspartner. Im 8. Haus wird einer gewählt und dann wird's fix. Das 8. Haus steht daher für gemeinsame Werte. Wir können auch sagen, auch sehr salopp formuliert, geheiratet wird er 3-mal. Einmal im Standesamt, einmal im jeweiligen Religionsumfeld, falls gewünscht, und einmal auf der Bank. Wenn die Unterschrift geleistet wird, zum Beispiel unter den gemeinsamen Kredit für das Häuschen, für die Firma, für was auch immer. Hier wird es dann fix. Weil auch die ganzen Verwicklungen in Beziehungen, die ganzen Themen in Beziehungen, die stehen ja selten hier. Hier sind diese Turbulenzen am Anfang, die oft sehr humorig sind, wenn man sie vor allem im Film sieht. Die Turbulenzen und die Verwicklungen stehen hier. Wenn ich mich eingelassen habe und merke, hoppala, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, weil ich mich eigentlich gar nicht einlassen wollte, weil ich jemand anderen jetzt gefunden habe, weil. Während ich in unserem Beispiel ein Buch ja noch relativ einfach weglegen kann oder auch zurückgeben kann, ist das bei einer Beziehung, bei einer Partnerschaft schon etwas schwieriger. Also das 8. Haus ist gewissermaßen damit das Haus der Fixierungen. Man kann sich so vorstellen, das 8. Haus, hier komme ich auf eine Bühne und hier ist schon Klebstoff. Hier hänge ich schon. Und es hält mir jemand einen Kugelschreiber, eine Füllfeder hin zum Unterschreiben. Und hier ist dann noch eine Fessel. Also es ist das Haus des Sich-Einlassens. Und es ist ganz wichtig für ein starkes 8. Haus zu wissen, dass man dazu neigt, sich sofort und stark einzulassen auf eine Idee, auf einen Menschen, auf Dinge, auf Werte, auf ein Lebenskonzept. Und wir hören schon im Hintergrund, dieses Einlassen hat natürlich auch etwas Fanatisches als Kehrseite. Weil jetzt bin ich gewissermaßen dann gefesselt, angeklebt. Und da muss ich natürlich für mich und auch für die Umwelt bestätigen, ja, das ist ja richtig, das ist ja meine Entscheidung, mein Wille, soll so sein. Und so kann es sein, dass im 8. Haus auch ein sich hineingraben in Lebenskonzepte, in Ideen, in Beziehungen, in was auch immer ist. Während die Umgebung im 7. Haus zum Beispiel ein Ballsaal, hätte man früher gesagt, ist, ein Partyraum, eine Strandpromenade, wo man Menschen kennenlernen kann, eine Modeschau, von mir aus auch Diplomatenempfänge. Da ist nur Begegnung, jetzt im 8. Haus eben fix, intensiv und kann eben dann zu Kleben führen. Also im 7. Haus die Begegnung, im 8. Haus das sich einlassen und im 9. Haus kommt, wenn man jetzt Beziehung anspricht, das gehört übrigens dem Schützen, das 9. Haus, kommt das Thema Erkenntnis. Also ich habe mich im 7. Haus mal mit der Welt beschäftigt,
im 8. Haus ausgewählt. Buch, Beruf, Partnerschaft, was auch immer. Und im 9. Haus, was lerne ich jetzt draus? Also im Idealfall geht es hier um Erkenntnis, um Einsicht, um Einkehr. Das 9. Haus ist, wenn man Beziehungen aufdröselt, so 20 Jahre später. Also im 7. Haus lerne ich den Partner kennen, im 8. Haus lasse ich mich ein und dann vergehen einige Jährchen, nennen wir es 10, nennen wir es 20. Und der Spruch des 9. Hauses ist: Ich kenne dich, aber ich liebe dich trotzdem. Das ist quasi die reife Beziehung, wenn wir bei der Begegnung jetzt bleiben, bei der Beziehung, bei der Partnerschaft, wo ich eben die Erkenntnisse gewonnen habe, wo ich auch kennengelernt habe, wer ich bin im Austausch mit dir. Bin ich auch drauf gekommen, was ich vielleicht so für Haken und Ösen und so gar nicht so tolle Eigenschaften vielleicht habe. Und wenn wir beide bereit sind, durch diese intensive Phase des 8. Hauses zu gehen und uns diese Erkenntnisse zuzugestehen, dann kann daraus etwas werden wie eine reife, erkenntnisreichere Form der Beziehung. Natürlich hat das 9. Haus auch zu tun mit Ausschweifung, mit ich will in die Welt, ich will mir die Welt anschauen, ich habe den Anspruch, weil ich weiß ja, wie es geht, wie es zu sein hat. Ja, also 9. Haus bedeutet ja die Weisheit, die drin steckt im 9. Haus. Wenn ich mir die vorigen Häuser auch vergegenwärtigt habe, wenn ich mich darauf eingelassen habe, auf die Reise durch die ersten 8 Häuser, so kann es sein, dass manche hier im 9. Haus die Abkürzung nehmen wollen. Ich bin schon weise. Ich kenne mich schon aus. Und wer mir es nicht glaubt, dem erzähle ich so lange, bis er mir es glaubt. Also so ist hier ein Schatten des 9. Hauses die Großspurigkeit. Denn von der Umgebung haben wir hier eine Bibliothek, ein Landgut, eine Spedition, einen Reiseveranstalter, also eine Therapieeinrichtung, auch natürlich jede Form der Kirchen. Alles, wo es geht um Erkenntnis, um Einsicht, um Lebenssinn, aber auch um Expansion, bewusst gesagt ein Landgut, kein Häuschen im Wald. Und Reisen braucht auch Raum. Also es kann hier auch um den unmäßigen Raum gehen, den ich mir nehme. Wo ich sage, ich bin wichtig, ich bin klug, ich bin weise. Nicht, weil ich durch die ersten 8 gegangen bin, sondern weil ich es einfach bin. Das klingt ein bisschen an eine Erinnerung ans 5. Haus, ja. Sind beides Feuerhäuser. Aber während das 7. Haus ein Lufthaus ist, eben die Begegnung, das 8. Haus ein Wasserhaus, Skorpion, die Fixierung, ist das 9. Haus noch einmal ein Feuerhaus. Und wenn man das 9. Haus Feuer sich ansieht, dann ist es gewissermaßen der brennende Pfeil, der abgeschossen wird, wo ich den Sinn in die Welt bringen, schießen will. Also hier kann eine sehr erkenntnisreiche Wanderung stattfinden in der Begegnung mit der Welt. Hier kann ich sehr viel lernen über die Welt, über mich, im ganzen 3. Quadranten, wenn ich auch weiß, wo die positiver, negativer, die Stärken, die Schwächen der einzelnen Häuser sind. Daher 3. Quadrant, Begegnung mit den 3 Häusern, 7, 8, 9, gehören eben Waage, Skorpion, Schütze. Einmal Begegnung der Welt, einmal einlassen, einmal Erkenntnisse ziehen. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Alles Liebe. Ciao.